Hallo an diesem Sonntagabend. Ich habe fast mein Video vergessen zu machen, deshalb kommt es auch so spät, weil ich ja den ganzen Tag mal wieder was für die Uni getan habe und irgendwie völlig die Zeit vergessen habe und auch sowieso momentan immer verplane, welcher Wochentag ist. Und ja, jedenfalls hier ist es trotzdem noch das Video. Eins noch, was ich noch vorab sagen wollte, weil die Frage immer wieder kam. Ja, wieso steht denn da jetzt Elliot und sowas? Du heißt doch Noah. Ja, ich heiße sowohl Noah als auch Elliot, als auch Niklas. Ich habe einfach mich entschieden, mich in diesem Channel nach meinem dritten Vornamen zu benennen oder zu nennen, weil es also relativ viele Noahs schon gibt und auch ein Noah in unserem Channel jetzt wahrscheinlich mitmacht. Und ich glaube, dass es etwas verwirrend ist, wenn es tausende von Channel-Mitgliedern gibt, die alle den gleichen Vornamen haben. Und ja, wieso sollte ich nicht auch einfach einen anderen Vornamen von mir wählen, den ich genauso gern mag wie Noah? Außerdem hat der Name auch ein wenig Beachtung verdient. Ich habe ihn ja sonst irgendwie nirgends in Benutzung. Und ja, jedenfalls bleibt es jetzt auch bei Elliot hier und ich hoffe, das war eine ausreichende Antwort auf die Frage. Thema der Woche ist Familie und Eltern. Dazu habe ich schon öfter was gesagt, also werde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr allzu viel dazu labern. Ja, also ich versuche es in Kürze zusammenzufassen. Bei meinen Eltern bin ich geoutet, bei meiner Mutter, also meine Eltern sind geschieden und ich habe mehr Kontakt zu meiner Mutter, sehr viel mehr als zu meinem Vater. Bei meiner Mutter habe ich mich vor etwa 1,5 Jahren geoutet. Sie hat es sehr gut aufgenommen und wie ich auch schon 100 Mal in meinen Videos erzählt habe, unterstützt sie mich in allem und worüber ich sehr, sehr froh bin und was ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Sie erinnert mich an Termine, sie berät mich, sie sagt mir, was ich in den Schreiben besser nicht reinbauen soll oder besser reinschreiben soll, an Ämter, an Krankenkasse etc. Etc. Bei meinem Vater habe ich mich kurz vor Weihnachten geoutet, per Brief. Was ich deshalb gemacht habe, wie gesagt, weil ich nicht wirklich viel Kontakt zu ihm habe und per Telefon hatte ich bei ihm die Angst, dass er einfach auflegt. Das hätte sehr gut passieren können, weil er ja nicht gerade der toleranteste Mensch ist und da dachte ich sowieso eigentlich, dass er es nicht akzeptieren würde, aber zu meiner Überraschung hat er es sehr gut aufgenommen. Er akzeptiert es und hat auch im ersten Gespräch nach dem Brief gleich gesagt, dass ich sein Kind bleibe. Und ja, das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Das war für mich eine der größten Überraschungen im letzten Jahr. Und ja, ich bin bis heute eigentlich immer noch verwundert. Ich habe auch heute wieder ein SMS von ihm bekommen. Hey Noah, melde dich mal wieder. Und es ist immer so, what? Er sagt wirklich Noah und Sohn und sowas. Und ja, das ist auf jeden Fall auch sehr positiv. Sonst unterstützt er mich eigentlich nicht wirklich in der ganzen Sache, weil ich, wie gesagt, auch nicht Kontakt wirklich zu ihm habe. Also wir haben eigentlich immer so einmal die Woche telefoniert, aber das ist auch inzwischen schon relativ zurückgegangen. Ja, weil er wohnt halt nicht in meiner Stadt und allgemein war er noch nicht so oder noch nie so der Vater, der sich andauernd und für alles interessiert hat. Aber im Großen und Ganzen sehr positiv mit meinen Eltern. Ja, denn zur restlichen Familie, dazu muss ich sagen, dass ich nicht wirklich viel Familie mehr habe und auch nie hatte. Also erlebt habe, sagen wir es so. Meine Großeltern auf beider Seite, väterlicher und mutterlicherseits, sind beide sehr früh verstorben, also an die kann ich mich auch eigentlich gar nicht mehr erinnern. Dann hatte ich noch einige Großtanten und Großonkels, die sind aber auch mal, also größtenteils alle verstorben. Eine Großtante lebt noch, aber die ist im Heim irgendwo und zu der habe ich auch überhaupt nichts, also überhaupt gar keinen Kontakt. Von daher weiß sie das mit mir auch nicht. Ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt noch weiß, wer ich bin oder dass es mich gibt. Dann habe ich hat meine Mutter einen Bruder noch, also habe ich einen Onkel, bei dem. Also der wusste das vor kurzem eigentlich nicht, aber meine Mutter hat ihm das denn gesagt und er ist auch, hat sehr positiv darauf reagiert. Er hat dann dazu nur gefragt,
Also muss ich dann meine nächste Post an Herrn sowieso adressieren oder wie? Ja. Ja, mit meinem Onkel habe ich auch nicht wirklich viel zu tun. Ich habe den einmal gesehen, als ich ein Kind war und seitdem auch nie wieder. Und ja, ich krieg halt so zu Weihnachten oder zu Ostern mal eine Karte und bedanke mich darauf. Und das ist auch der einzige Kontakt, den wir so haben. Ja. Mehr Familie habe ich gar nicht mehr, wenn ich darüber nachdenke. Also jedenfalls nicht welche, die ich kenne und von denen ich weiß. Vielleicht habe ich noch irgendwelche Verwandten, aber keine Ahnung. Ja, ach so, ich habe auch noch eine Halbschwester, die. Wie alt ist die eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ende 30 oder sowas. Mit der habe ich auch überhaupt nichts zu tun. Seit frühester Kindheit schon nicht mehr. Die hat sich der Familie entfernt. Sie hat dann, glaube ich, letztes Jahr oder so oder vorletztes nochmal einen Versuch gestartet, irgendwie Kontakt, also zu meiner Mutter irgendwie aufzubauen. Keine Ahnung, aber das war irgendwie auch alles völlig durcheinander und irgendwie meine Halbschwester ist wohl, die hat wohl ziemliche Probleme in ihrem Leben und ist sich dessen aber nicht bewusst, will sich auch nicht helfen lassen oder sonst irgendwas und der Kontakt zu meiner Mutter ist dann wieder eingeschlafen. Ich hatte auch seitdem auch gar keinen Kontakt mit ihr und ehrlich gesagt möchte ich das auch gar nicht, weil sie für mich nie da war. Als Kind habe ich versucht, Kontakt öfter schon zu ihr aufzubauen oder aufzunehmen nochmal und sie hat sich nie darauf eingelassen, deswegen ist sie für mich auch kein wirkliches Familienmitglied für mich. Deswegen habe ich sie auch vergessen, also deswegen, ja. So, das war jetzt sehr interessant bestimmt. Ja, ich denke, ich beende das Video jetzt auch schon, ohne noch irgendwas Intelligentes zu sagen und überlasse das den anderen. Ja, bis zum nächsten Sonntag und hab eine wundervolle Woche. Ich habe endlich Zeit, um meine Ferien zu erleben, nachdem ich jetzt wirklich die letzten Tage sowas von krass viel für die Uni getan habe und Nächte durchgeschrieben habe und so. Endlich kann ich mir eine Auszeit gönnen. Und ich denke, die habe ich auch verdient. Ja, auf jeden Fall. Bis nächste Woche. Cheers und tschüss.